So, ich begrüße Sie recht herzlich zum Aurora-Webinar. Freut mich sehr, dass ich Dr. Michaela Dahne als Gast heute bei uns habe. Sie ist Buchautorin von 3 Büchern. Sie gibt diverse Seminare in der Schweiz, lebt in Spanien seit vielen Jahren, hat ein sehr großes Wissen über die Alchemie, über Paracelsus und Spagyrik natürlich. Und es freut mich, dass wir in den nächsten, ja, ungefähr 3/4 Stunde zusammen die Geheimnisse, die Heilgeheimnisse von Paracelsus näher ansehen werden. Michaela, schön bist du da. Ja, ich freue mich auch, dass alles geklappt hat. Ein Mitgrund, wieso wir das Webinar heute halten werden, das ist das Buch, ich halte es mal in die Kamera, die Heilgeheimnisse des Paracelsus. Das ist vor kurzem in neuer Auflage erschienen und es gibt einen sehr schönen Überblick darüber, wie Paracelsus überhaupt gewirkt hat, was sein Wissen beinhaltete. Aber es hat auch sehr viele praktische Anleitungen, wie man mit Pflanzen, mit Mineralien, mit Metallen, aber auch Bäumen, Pilzen, Pflanzen, Menschen tatsächlich heilen kann. Und Paracelsus hatte tatsächlich eine ganz andere Ansicht über die Vorgehensweise, wie man einen kranken Patienten wieder in einen heilen Zustand bringen kann. Und du gibst da einen sehr schönen Überblick darüber. Ich merke aber immer wieder, dass Paracelsus in der heutigen Zeit überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und da ist es natürlich auch mutig, ein Buch nur über Paracelsus zu machen. Michaela, erzähl mal, wie kommst du dazu? Warum ist Paracelsus überhaupt heute noch so wichtig? Ich würde sagen, er ist wieder wichtig. Er war eine Zeit lang, 100 Jahre lang, gar nicht mehr wichtig, oder fast 200 Jahre lang, nämlich mit dem Siegeszug der Chemie in der Medizin, in der ganzen Pharmakologie. Da hatte man dann eine ganz neue Denkweise, nämlich die Symptom wird behandelt mit einem Mittel, Symptom gleich Mittel und das für alle gleich. Dazu kam dann die Statistik. Und damit muss das jetzt funktionieren. Und das ist bei rasch auftretenden Symptomen, bei kleinen Sachen auch absolut richtig. Wenn ich einen Kopfschmerz habe, eine Aspirin einwerfe, ist es erstmal weg. Das funktioniert. Was wir vergessen haben, ist, dass bei chronischen Krankheiten geht das überhaupt so nicht. Und da ist eigentlich der Moment, wo so viele chronische Krankheiten jetzt da sind, einschließlich Krebs, dass die Leute sich erinnern, da gab es auch mal was anderes. Und das, was anders war, ist grundsätzlich eine andere Denke. Paracelsus hat nicht in Symptomen gedacht. Und ich glaube, das ist vielleicht das Allerwichtigste. Auch die Schulmediziner und die heutigen, die von der Schulmedizin kommen und zur Naturmedizin sekundär gehen, machen auch diesen Fehler. Sie ersetzen dann das pharmazeutische Mittel durch ein Naturmittel. Aber es ist immer noch der Gedanke, Symptom gleich Mittel. Und so ist es nicht. Paracelsus hat es ganz anders aufgezogen. Die Paracelsus-Welt, wenn man diese 4000 Seiten sich vornimmt, ist eine Welt, in der es erstmal um die Mittel geht, um die Natur geht. Er sagt, geht hin und lest im Buch der Natur. Und das meint er wörtlich. Er sagt, geht raus, fasst die Steine an, fasst die Pflanzen an, riecht an ihnen, schaut sie euch an, was sagen die euch, wofür könnten die gut sein? Und ich denke mir, das ist, wir würden das heute, wird das zusammengefasst mit Signaturenlehre. Wenn wir die Signaturenlehre verstehen, das heißt wirklich lesen können, was wir vor uns haben, und dafür haben wir ja heute noch ganz andere Mittel, das ist jetzt mein Part. Ich habe die modernen Naturwissenschaften, die ich ja selber studiert habe, Biochemie, Physik, Quantenphysik und so weiter, dazu verwendet, mir die Natur nochmal einfach anzuschauen, nicht nur außen, sondern auch innen. Und dann kommen wir nämlich darauf, dass die Mittel ja eine Zeichnung haben, eine Prägung, das, was man Signatur nennt. Und wenn ich weiß, welche Signatur ein Mittel hat, dann weiß ich gleich, für was das gut ist. Und das ist nicht gut für ein Symptom. Es ist für einen Themenkomplex gut. Ein Beispiel: Wenn ich eine Pflanze sehe und die hat einen Strahlenkranz, gelb, dann, wir kennen die alle, so wie Kamillen sind oder Chrysanthemen sind oder Arnika-Pflanzen. Wenn ich so etwas sehe, dann weiß ich, okay, das ist Sonnengelb. Es sieht aus wie eine Sonne, es ist für sonnige Organe. Was sind sonnige Organe? Herz, Augen, Nerven. Und wann immer ich so einer Pflanze begegne, ich muss noch nicht mal den lateinischen Namen kennen, ich muss noch nicht mal die Art kennen, kann ich schon die Ahnung haben, okay, das kann eine Sonnenpflanze sein für den Themenkomplex Sonne. Und so hat Paracelsus gedacht.
Das macht die Sache unendlich einfach und es hilft uns ungemein dabei, wieder zurückzukommen an das Wesen der Natur, an die eigentlichen Sachen. Du hast ja ursprünglich Biochemie studiert, kommst also aus den Naturwissenschaften. Viele sehen die Paracelsus-Wissenschaft nicht im herkömmlichen Sinne als Naturwissenschaft an. Wann gab es bei dir dieses Umdenken, dass du gemerkt hast, die Biochemie liefert uns viele Erkenntnisse, ist aber bis zu einem gewissen Grad auch limitiert? Wann und weshalb kam das Umdenken? Es ist umgekehrt. Ich habe festgestellt, dass die Naturmedizin sehr schnell als esoterisches Gelaber abgetan wird, wenn Leute von den Eigenschaften von Heilpflanzen sprechen und von der Pflanzenseele, dann werden sie sofort angegriffen. Aber wenn ich als Naturwissenschaftler sagen kann, Moment mal, das ist eine Sonnenpflanze, nicht nur, weil sie aussieht wie so eine Sonne, sondern weil die Inhaltsstoffe ebenfalls sonnig sind, dann kann ich einfach anfangen. Ich habe festgestellt, das war vielleicht mein Jubelerlebnis vor vielen Jahren, dass die Inhaltsstoffe der Pflanzen innerhalb der Signaturgruppen sich ähneln. Und dass es immer Stoffgruppen gibt, die man immer wieder findet. Also ich finde und in den Sonnenpflanzen ähnliche Produkte, ich habe immer Vitamin C, ich habe fast immer einen gelben Farbstoff logischerweise, Carotinoide, Xanthophylle, das sind Antioxidantien, die sind für uns sehr wertvoll. Ich habe aber auch immer Sesquiterpen-Lactone, die gehen aufs Herz, das erklärt die Herzwirkung. Und ganz umgekehrt, wenn ich eine Mohnpflanze habe, die auch vom Waldmeister oder Maiglöckchen oder Engelwurz, da sind immer Kumarine drin. Die können giftiger oder ungiftiger sein, aber es sind immer Kumarine. Und so kann ich für jede der 7 Signaturen Stoffgruppen, ganze Stoffgruppen ausmachen, die ich da finden werde. Und heute kann man das ja ganz einfach nachschlagen. Ich kann eine Heilpflanze nehmen, sei es Engelwurz oder so, eintippen in Google und sagen, was ist an Inhaltsstoffen drin? Und dann schaue ich mir die biochemischen Formeln an, auf die Weise bin ich drauf gekommen und sehe, tja, es sind immer die. Und dann zum Beispiel Saturn. Saturn sind die giftigen Pflanzen, das sind die grünen, violetten Pflanzen, die man nicht als Blumen pflückt und nicht zum Tee kocht. Die kann man nur spagierisch oder noch besser homöopathisch aufarbeiten. Aber da sind immer die gleichen Alkaloide drin, riesige Gruppen von Alkaloiden, die diese Giftigkeit ausmachen. Ja, und dann ist es ja auch so, dass die biochemischen Metabolite selber farbig sind. Das heißt, ich kann die auch schon aufgrund der Farben zuordnen. Und da kommt noch etwas Wichtiges hinzu. In der Alchemie haben wir verschiedene Grundgesetze. Eine sagt, die Entwicklung geht vom Einfachen zum Komplexen. Das heißt, von Sonne bis Saturn werden die chemischen Inhaltsstoffe immer schwieriger. Immer schwerer abzubauen für die Leber und die Giftigkeit der Mittel nimmt von Sonne bis Saturn zu. Das heißt, Sonne ist immer ungiftig, Saturn ist immer giftig und dazwischen wird es Stück für Stück mehr. Und das heißt, ich kann auch die Lebensabschnitte der Patienten behandeln. Das heißt, das Baby kann gefahrlos ein Sonnenmittel bekommen wie Camomilla beim Zahnen oder Calendula für den Wund als Wundheilungscreme und ich kann immer Saturnmittel nehmen für die ganz Alten. Weil ja, die Entwicklung des Menschen von Baby bis Greis geht von Sonne über Mond zum Merkur, Mars, Venus, Jupiter, Saturn. Das heißt, ich habe Lebensabschnitte und aus da kann ich dann die entsprechenden Mittel wählen aus dem Zeitabschnitt. Das ist eine der Dinge. Und dann habe ich noch die Organe. Jetzt ist in der Schulmedizin konzentriert man sich eigentlich nur auf den körperlichen Aspekt. Das heißt, in der Alchemie ist ja das Saalprinzip. Paracelsus hat ja in die Medizin neu eigentlich dieses Prinzip reingebracht. Das war zwar aus der Religion zum Beispiel auch schon bekannt, die Dreifaltigkeit. Aber bis zu Paracelsus hat man ja vor allen Dingen mit den 4 Elementen oft gearbeitet und er hat dann festgestellt, das war ein gutes Prinzip. Nach dem sollte man sich auch richten. Aber da fehlt das Körper-Geist-Seele-Prinzip dahinter, was eine Arznei, wenn sie vollständig sein soll, auch beinhalten muss. Ja. Wie sieht denn so ein Arzneimittel, das diese 3 Prinzipien enthält? Die Aurora-Produkte sind ein Beispiel dafür. Wie sieht das genau aus nach Paracelsus? Also Paracelsus hat, das war der Grund seiner Begeisterung für Spagyrik, wollte Mittel haben, die auf diesen 3 Ebenen wirken. Sal, Sulfur, Merkur hat er die 3 Ebenen genannt. Sal ist die körperliche Ebene, Sulfur ist die Stoffwechselebene und Merkur ist die psychische Ebene. Im Idealfall, und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, ich kann 3 verschiedene Mittel nehmen
Wenn ich Homöopath bin, muss ich das sogar, wenn ich die drei Ebenen erreichen will. Das heißt, ich nehme eine niedrige Potenz für die Salebene, ich nehme eine mittlere für die Sulfurebene und eine Hochpotenz für die psychische Ebene. Nehme ich ein spagirisches Mittel, habe ich alles drei automatisch drin. Das liegt an der Zubereitung und an der Art, wie ein Spagyricum entsteht. Das ist darum den homöopathischen Mitteln oder den phytotherapeutischen Mitteln überlegen, weil es alle drei Ebenen gleichzeitig anspricht. Das ist die Idee bei den ganzen spagyrischen Mitteln und diesem sehr komplizierten und langwierigen Herstellungsprozess. Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle, nach denen man sich orientieren kann, wenn man einen Patienten therapieren möchte. Und ein das Modell der Planeten oder Planetenkräfte, das war für Paracelsus auch sehr wichtig. Auch in deiner Arbeit richtest du dich immer wieder nach den Planeten und guckst, was für ein Planet entspricht dem Patienten. Jetzt scheint dieses Konzept ziemlich überholt aus heutiger Zeit. Warum machst du das trotzdem noch? Warum hast du damit gute Erfahrungen? Und wie arbeitet man überhaupt effektiv mit den Planetenkräften? Ja, das ist ja so. Wenn die Signatur bedeutet im Prinzip nichts anderes als Entsprechung oder als in Resonanz mit einem der sieben Himmelskörper. Wir haben sieben Himmelskörper von Sonne bis Saturn. Die dahinter kommen, sind zu weit weg, um Materie noch prägen zu können. Es handelt sich nicht, wie die Astrologen glauben, um irgendeine psychische Geschichte, sondern es ist eine physikalische Sache. Die Planeten, das wissen wir heute viel besser als früher. Also vor 100 Jahren hätten wir noch ein Problem gehabt, aber jetzt haben wir das eben nicht mehr. Wir wissen von den Himmelskörpern, die senden Wellen aus, und zwar zwei Arten, die transversalen und die longitudinalen, also Licht und Klang. Das ist ganz einfach, die Himmelskörper sind farbig und außerdem haben sie eine Eigenbewegung und eine Bewegung um die Sonne herum. Dabei entsteht Klang. Die Griechen haben das früher Sphärenmusik genannt. Und wir wissen es heute von der NASA, dass die tatsächlich klingen. Die sind alle aufgezeichnet worden, kann sich jeder im Internet anhören unter Sounds of Planet von NASA. Und da hören wir, dass zum Beispiel die Venus tatsächlich wie Kupfer klingt, wie eine Klangschale, wie eine tibetische Klangschale. Im Prinzip, wenn man die Venus einmal gehört hat, weiß man, warum die ganze Klangschalentherapie funktioniert. Mond dagegen klingt tatsächlich wie Silber. Wie wenn man, es hat einen ganz hellen Klang, wie darum reagiert auch Harfe und Flöte sofort mit Mond. Das heißt, wir haben eine Resonanz der Himmelskörper mit der Materie auf der Erde. Und das ist sehr lange bekannt. Im 12. Jahrhundert hat man hier an der Universität in Cordoba Vorlesungen gehabt. Ich habe noch Abschriften davon, darum bin ich überhaupt darauf gekommen, dass das mal Allgemeinwissen war. Da beginnt die Vorlesung mit, jeder weiß ja, dass das Große das Kleine prägt und die großen Himmelskörper prägen die Materie, die Strukturen auf der Erde. Das gilt für die Steine, für die Pflanzen und auch die Herzen der Menschen. So, und da kommen wir jetzt auf die Herzen der Menschen. Es heißt nämlich, und das kann man bei Paracelsus eben sehr schön nachlesen, auch die Menschen haben eine Signatur. Und die Signatur passiert ganz einfach durch Prägung, wenn einer das Licht der Welt erblickt, wenn er auf die Welt kommt. Das heißt, früher haben die Alchemisten Karten gehabt, die wussten immer, was sich wann wo am Himmel tut. Das war aus zwei Gründen wichtig, nicht nur um zu wissen, ist das ein Mars-Typ oder ist das ein Saturn-Typ, sondern auch um zu wissen, was kommt, was geht. Denn Paracelsus sagt ja auch, ihr glaubt nicht, dass ihr eine Krankheit heilen könnt, deren Himmelskörper gerade am Himmel steht. Das heißt, wenn der Mars der Erde nahe ist, wie im letzten Sommer, dann kann ich kein offenes Geschwür, Magengeschwür heilen. Das ist eine Mars-Krankheit, die geht in Resonanz, wenn Mars sich nähert und dann bricht das auf. Und dann muss man warten, bis der wieder wegkommt, dann kann ich mit Mars-Mitteln heilen. Und solche Dinge, die wusste man damals und die sind heute wie vollkommen unverständlich, wenn man es nicht mal beobachtet hat. Und so gilt es auch, dass nicht jeder zufällig erkrankt. Die Schulmedizin geht davon aus, und das muss sie, sonst würde Statistik nicht klappen, dass alle Menschen gleich sind und dass alle am gleichen erkranken können. Und darum geben uns auch wild durcheinander alle Mittel immer gleich. In der Naturmedizin wissen wir theoretisch auch, dass das nicht so ist. Homöopathen wissen das und dann sind die mit Repertorisieren von 90 Minuten dran. Bräuchten wir aber auch nicht. Wenn ich weiß, ich habe einen Marsmenschen mit einem Marsleiden, also Bluthochdruck und Magengeschwür, dann brauche ich von den großen Gruppen der Pflanzen, Mineralien und Metalle nur noch ein Siebtel, nämlich das, was zum Mars gehört, auszuwählen. Damit behandle ich dann. Wenn derjenige dann einen Schnupfen hat oder eine fiese Erkältung, dann kriegt er Echinazin, weil das eine rotblühende Marspflanze ist. Schön stachelig.
Jemand anders, der ältere, der 70-jährige Patient, der kriegt vielleicht Prospan, also Hedera Helix, Efeu, das ist eine Saturnpflanze. Und dem Kleinkind gebe ich weder noch, das kriegt ein Sonnenmittel, nämlich Propolis. Okay, also es bedeutet nach deiner Auffassung, dass eine Krankheit nicht mit einem bestimmten Mittel geheilt werden soll, sondern mit dem individuellen Mittel, was für deine Signatur geeignet ist. Ja. Wie findet man das am besten heraus, welches Mittel jetzt für mich geeignet ist und wie geht man dann bei so einer Therapie genau vor oder wie gehst du da vor? Es ist heute ganz einfach. Wir brauchen nicht mehr diese astronomischen Tafeln. Ich habe noch solche aus dem 14. Jahrhundert. Wir haben jetzt Astronomieprogramme, nicht Astrologieprogramme, nicht verwechseln. Gewöhnliche Sternbeobachtungsprogramme, die haben zum Beispiel das Redshift einen unglaublichen Vorteil. Man kann da unten ist ein Rädchen, wo man die Zeit einstellen kann. Und da kann man zurückgehen auf den Geburtstag desjenigen. Und wenn ich das eingestellt habe, schaue ich, was war denn am Himmel? Und da sehe ich dann meistens einen im Sternzeichen, einen Himmelskörper, einen oder zwei oder drei. Meistens ist es nur einer, dann ist es ganz easy. Dann weiß ich schon, okay, das ist es. Sind es mehrere, muss ich schauen, wer dominiert in dem Zeichen. Zum Beispiel im Januar, wenn der Steinbock am Himmel ist und da erscheint dann Saturn und vielleicht noch Merkur und Venus, dann weiß ich, es ist Saturn, weil der regiert im Steinbock. Wenn ich im Steinbock da nur einen Mars sehe, dann ist es der Mars, fertig. Und so ändert sich die Konstellation für jeden Menschen in jedem Jahr. Es ist nie, dass also in jedem Jahr die Konstellationen gleich sind. Weswegen man vom Sternzeichen nicht auf den Himmelskörper gleich schließen kann. Dafür bewegen sich die Himmelskörper viel zu kompliziert. Aha. Wirklich in jedem Jahr anders. Und wir haben manchmal so richtige Archetypen, wenn wir zum Beispiel Widder haben. Also es wird einer geboren im Anfang April. Und in dem Jahr stand auch noch der Mars in dem Widder, dann ist das der Archetyp Mars. Und da weiß ich schon gleich, der wird im späteren Leben mal Probleme kriegen mit seinem Blutdruck. Und vielleicht hat er Magenprobleme schon sehr früh und muss beim Essen, wenn er Tomaten isst, die Tomaten schälen, weil er die Sachen aus der Haut nicht vertragen wird. Das heißt, ich kann ganz viele Sachen schon wissen. Das war ja auch bei Paracelsus so, wenn der seine Patienten gesehen hat, dann wusste der sofort, was passt zu denen, was gehört zu denen, was brauchen die. Das heißt, das geht weit über die Zeitungsastrologie hinaus, wo ja bestimmte Aussagen über das Tagesgeschehen gegeben werden, was natürlich sehr schwierig ist, sondern hier geht es darum, dass die Planeten, so wie ich das jetzt verstanden habe, die Planeten eine bestimmte Energiequalität haben und bei deiner Geburt wirkt diese Energiequalität auf dich, imprägniert dich und ja, bildet so die Grundlage für dein ganzes Leben, für welche Krankheiten du anfällig sein wirst. Ja, und natürlich auch, welche Stärken und Schwächen du haben wirst, wie du in einer bestimmten, also in einer bestimmten Situation reagieren wirst. Ja. Das gefällt einigen Leuten nicht, weil es ein bisschen nach Determinismus klingt. Aber es ist tatsächlich so, man kann es einfach beobachten. Wir haben über 3000 Krankengeschichten hier in der Praxis. Auf jeder steht ein Symbol drauf, welchen Geburtsherrscher der Patient hat. Und wenn ich jetzt mal eingebe, Sonne und Herz in meine Computer, dann werde ich feststellen, dass alle Herzpatienten, dass ich davon vielleicht 80% Sonnen habe und nur noch 20% sich auf die anderen verteilen. Das heißt, ich bekomme einfach für bestimmte Krankheiten durchaus, genauso wie Asthma. Wenn ich Asthma eingebe und dann schaue, was haben die für eine Signatur, dann werden 80% davon tatsächlich Merkur sein. Aha. Das sind einfach so Sachen, die man erkrankt nach seiner Natur, nicht gegen seine Natur. Ist aber dann auch leicht zu behandeln. Wie finde ich heraus, wie ich im Einklang mit dem Geburtsherrscher lebe? Also entsprechend eine Krankheit entsteht ja, wenn ich nicht im Einklang mit dem Geburtsherrscher, also mit dem Planeten, der mich imprägniert hat bei der Geburt, wenn ich nicht im Einklang mit dessen Energiequalität lebe. Ja, das macht natürlich krank. Wir wissen das durch die Reklame. Man nennt das auch das Unbehagen in der Kultur. Wenn wir uns die Reklame angucken, da gibt es ja immer nur den Marsmann und die Venusfrau. Wenn man zufällig das nicht ist, und das ist das meiste, dann fühlen sich alle anderen unwohl, weil sie dieses Ideal oder dieses Bild nicht erreichen. Vielleicht auch gar nicht erreichen wollen, aber das passiert ja im Unterbewusstsein. Das heißt, das Erste ist eine absolute Befreiung, wenn man merkt, ich bin Sonnenfrau, ich brauche das nicht mit der Familie, mit den Kindern. Oder ich kann auch nicht die Liebe an die erste Stelle setzen, wie das eine Venusfrau
automatisch machen würde. Oder noch ganz anders, ich bin Venus-Mann. Ich bin eher Kloni, ich bin nicht der Action-Head. Ich muss das auch nicht sein, ich muss auch nicht der Sportstyp sein und habe auch im Fußballclub nichts verloren. Solche Dinge, die können sehr befreiend sein. Und ich denke mir, das ist der erste Schritt, das festzustellen, was man tatsächlich ist. Und dann kann man, und das ist einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, das ist ja nicht an Kranke gerichtet und auch nicht an Ärzte, sondern an alle Leute, um zu sehen, was hat Paracelsus gesagt, was können wir damit heute machen? Und natürlich dann kann jeder nachlesen, was ist meins. Und dann sehe ich, welche Bäume pflanze ich in meinen Garten, das ist nicht zufällig. Was trage ich an Schmuck? Welche Edelsteine tun mir gut? Welche schwächen mich? Welche Farben? Es geht schon mit der Farbwahl an der Kleidung los. Was nimmt mir Energie weg? Und dem anderen gibt es Energie. Solche Dinge einfach. Und da kann man einfach alles nachschauen, was eben zu einer Signatur dazugehört. Das sind die Dinge, mit denen wir uns umgeben sollen oder die wir zu uns nehmen sollen. Das geht schon auch ein bisschen zur Ernährung. Es gibt bestimmte Sachen. Der Mars kann nicht gut auf Fleisch verzichten, weil er so viel Eisen braucht. Der Venus braucht mehr Meeresfrüchte. Da ist nämlich Kupfer drin. Solche Dinge. Und natürlich, wenn ich das einmal weiß oder sage, okay, Meeresfrüchte finde ich jetzt absolut obereklig, dann hat ja Aurora Pharma ein Kupferelixier, dann nimmt man das. Dann kann ich meiner Natur behelfen, da muss ich gar nicht krank für sein, indem ich einfach das, was zu mir gehört, zu mir nehme. Da geht es wahrscheinlich auch nicht darum, dann sich einfach strikt nach den Geburtsherrschern zu richten. Natürlich gibt es da dann auch immer Ausnahmemöglichkeiten, aber dass man ein Konzept hat, welche grundsätzliche Ausrichtung für mich persönlich individuell geeignet ist. Ja, das ist das eine. Und wenn ich auch weiß, das sind meine Stärken, und woanders sind meine Schwächen, dann kann ich natürlich auch damit spielen. Angenommen, der Venusmann, der möchte jetzt aber eine Gehaltserhöhung haben. Von Natur aus hat er ein blaues T-Shirt oder ein blaues Hemd an, das passt zu ihm, damit sieht er attraktiv und hübsch aus. Aber an dem Tag trägt er Mars rot. Und weil er weiß, rot ist die Kampffarbe. Damit gehe ich hin und fordere die Gehaltserhöhung. Das sind solche Dinge. Man kann damit spielen, so wie die alle Leute, die das sieht man immer auf so esoterischen Kongressen, da kleiden sich ganz viele schwarz, weil sie sich dann eine mystische Aura geben. Was sie nicht wissen, ist, dass die meisten, wenn sie nicht zufällig Saturn sind, sich damit ihre Energie nehmen. Und damit nicht mystisch und nicht powerstark aussehen, sondern vielleicht eher misslungen. Also das sind so Dinge, wenn man solche Sachen weiß, dann kann man damit umgehen, kann man damit spielen, denn wir haben ja alle Möglichkeiten. Paracelsus sagt, wir Menschen sind die Einzigen, die die freie Wahl haben. Wir können damit umgehen, wir können was tun. Das bedeutet, dass sich Metalle sind ja sehr gut geeignet als Konstitutionsmittel. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, welcher Planet ich bin, dann kann ich daraus auch mein Metall finden, was für mich geeignet ist. Und also bei der Aurora haben wir ja für jeden Planeten ein entsprechendes Metall, ein reines Metall, was zugeordnet ist und das ist auch stofflich vorhanden in der Tinktur. Das heißt, sie ist nicht nur auf der feinstofflichen Ebene, sondern auch auf der grobstofflichen Ebene integriert. Und sollte ich dann entsprechend nur das Metall nehmen, was meinem Geburtsherrscher zugeordnet ist? Kommt drauf an, wir hatten ja auch gesagt, wir haben die Lebensphasen. Wenn ich jemanden habe, der ein älterer Mensch ist, ist jetzt 75 und hat ein Herzleiden, würde ich, auch wenn er Merkur ist oder so, ab und zu Gold hinzugeben, weil Gold einfach das Herz stärkt und Lebensenergie bedeutet. Und da nun mal richtig Gold drin ist, würde ich sagen, ja, der alte Herzkranke kann immer mit Gold etwas anfangen. Andersrum ist, wenn ich einen jüngeren Menschen habe und der hat irgendwelche komischen Entzündungen, das ist ein Merkur, ist es ganz egal, ob der eine Darmentzündung hat, eine Lungenentzündung hat oder eine Brustentzündung, da ist immer Merkur dran, weil alle ITIS-Krankheiten mit Quecksilber reagieren. Also das heißt, das sind immer so Sachen, ich müsste ein bisschen schauen, welches Alter habe ich und natürlich die eigene Signatur, wenn das Leiden dazu passt, dann brauche ich nur das Metall, passt das Leiden nicht dazu, dann brauche ich vielleicht zwei. Das ist also eine Okay. Aber in jedem Fall sind diese Metallelixiere die reinste Energie der Himmelskörper widerspiegelt. Es ist also etwas, was ganz basismäßig wirkt. Das reicht manchmal auch, wenn man das einmal die Woche an dem passenden Tag zu sich nimmt. Das heißt, Gold wird sonntags genommen und Zinn wird donnerstags genommen und Kupfer wird freitags eingenommen. Also immer am entsprechenden Tag. Das mache ich gerne bei Leuten, damit sie das wirklich lange nehmen.
Wie sieht es mit den vier Elementen aus? Wie können die in eine Therapie integriert werden? Erde, Feuer, Wasser, Luft? Ja, da ist was ganz Wichtiges. Auch das ist eine paracelsische Erfindung. Paracelsus war unzufrieden mit den vier Elementen. Er hat gesagt, wir haben fünf. Und das hat er, es ist nach ihm auch nach wie vor so genannt worden, die Quintessenz ist die Quinta Essentia, das fünfte Element. Und das fünfte Element ist der Kitt, der die anderen vier zusammenhält und dafür sorgt, dass sie nicht auseinanderfliegen. Früher, die Griechen haben das früher mal Äther genannt, dann hieß es mal, er hat auch ganz abstruse Namen dafür. Also man kann die tollsten Ausdrücke da bei Paracelsus finden, die man dann im Lexikon nachschlagen muss. Ich habe mir das angeschaut und irgendwann durch reinen Zufall den Film mit Bruce Willis gesehen, das fünfte Element. Und da war klar, was das fünfte Element ist. Es ist die Liebe. Nichts anderes. Das hält die Materie zusammen. Und das würde die Schöpfung erklären. Und es ist ja überall. Alle Materie enthält die vier Elemente. Jeder Stein, jedes Edelsteinchen, was wir da rausholen, jede Pflanze, jedes Tier, hat alle vier Elemente in sich und alles würde auseinanderfliegen ohne das fünfte. Und was bei der Spagyrik gemacht wird, ist, wir reinigen die Einzelkomponenten und legen das fünfte Element frei. Darum sagt er, sind spagyrische Mittel so kostbar, weil sie das fünfte Element enthalten. Und zwar in gereinigter Form. Und er das hat haben wir auch schönes in der Aurora Pharma entsteht es ja bei der chymischen Hochzeit tatsächlich, ja. die Quintessenz dann. Ja, und das ist ja schon erstaunlich, dass es unabhängig vom Kontakt auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Kulturen, heute sind natürlich alle Kulturen vernetzt, aber vor vielen hunderten Jahren war das noch nicht der Fall und trotzdem haben alle Kulturen das Konzept einer Quintessenz. In Indien ist es das Prana, im asiatisch-chinesischen Raum das Qi, die Orion-Energie oder wie du auch gesagt hast, bei uns der Äther war auch immer ein wichtiges Konzept. Und vor 100, 130 Jahren ungefähr wurde bei uns aufgrund eines einzelnen Versuchs den Äther nachzuweisen, dann bestätigt, okay, das existiert nicht. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, warum, was ist diese Energie, die ein Lebewesen über viele Jahre hinweg am Leben erhält und am Zeitpunkt des Todes zerfällt diese Energie, zerfällt dieses Lebewesen. Mhm. Was war diese strukturierende Energie, die Billionen von Zellen organisiert hat? Und da kam eigentlich, wie gesagt, alle Kulturen zum Schluss, das muss diese Quintessenz sein, dieses belebende Prinzip. Das kann sehr gut, wie du sagst, die Liebe sein. Übrigens ein sehr schöner Film, kann ich an dieser Stelle auch empfehlen, ist schon ja wahrscheinlich 20, 25 Jahre alt, trotzdem sehr gut gealtert. Richtiger Klassiker, also das fünfte Element, wenn man das mal in prosaischer Weise sich mal ansehen möchte, was dahinter steckt, da kann ich diesen Film auch sehr empfehlen. Ja, also der hat mich drauf gebracht, dass es genau das ist. Das fand ich, da hat so richtig Klick gemacht, wie ich den gesehen habe. Also okay, das ist das fünfte Element, was Paracelsus meint. Und was auch so schön ist, ein ganz wichtiger Spruch finde ich bei ihm, das Gegenteil, er hat sich lustig gemacht über die damaligen Schulmediziner, die immer sehr giftige und sehr übelriechende Sachen produziert haben und den Leuten nach dem Motto, je ekliger, desto mehr hilft es. Und er hat gesagt, ein Arcanum, also ein tatsächliches Mittel, das heilt, das muss schön anzusehen sein, angenehm im Geruch und angenehm im Geschmack. Ein Arcanum ist ein schönes Mittel, ein gutes Mittel, eins, das gut tut, schon beim Öffnen. Und das ist das, was ja auch passiert, wenn man seine Aurora-Fläschchen öffnet. Das riecht schon toll. Und wenn man es auf die Zunge tut, schmeckt es schon gut. Und da weiß man gleich, ja, das heilt mich jetzt. Und lustigerweise ist die Schulmedizin ja wieder so drauf. Ich meine, wie schmeckt ein Antibiotikum? Schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Man hat das Gefühl, das verätzt einem schon gleich die Speiseröhre. Und man hat nicht wirklich das Gefühl, dass es einem gut tut. Man weiß schon, man nimmt da jetzt ein Gift zu sich. Das soll die Bakterien umbringen, tut es ja dann auch, aber wohl fühlt man sich damit nicht. Und das ist eben genau der Unterschied in ein Paracelsus Arcanum ist eben genau das. Wohlriechend, wohlschmeckend und schön. Ein Paracelsus hätte also, wenn er heute leben würde, niemals eine Chemotherapie empfohlen. Weil da wäre der komplette Körper ja eigentlich durch einen Fleischwolf gedreht. Und wenn am Ende noch irgendwas Lebendiges übrig bleibt, dann kann man von Ja, das hätte er ganz bestimmt nicht getan, das ist wohl wahr.
Er hätte das genauso angegangen, wie er alles angegangen ist, nämlich nach den Simila gesucht, welches Organ ist befallen, was brauche ich dafür Mittel. Und so funktionieren heute, ja, das verzahnt sich ineinander, zumindest in der Therapie, die wir verwenden mit den Banerjee-Protokollen. Da nehmen wir homöopathische und spagirische Mittel, die wir, um alle Ebenen und den gesamten Menschen zu erreichen. Da kann man Bachblüten hinzutun, um auch die Psyche zu stärken. Die tatsächliche Krebstherapie stützt sich auf die Banerjee-Protokolle. Das sind bestimmte Substanzen, deren Signatur meistens Saturn und Mars sind, nämlich Todeswunsch, Todesthema, Todesübergang. Das sind die Saturnmittel, darum ist Thuja da so wichtig. Oder versteckte Wut, Groll, nie ausgelebte Wut, das ist Mars. Das ist auch sehr, sehr viel drin. Da haben wir Lycopodium, da haben wir Hydrastis. Das sind solche Mittel, die roten Marsmittel. Dazu kommen manchmal mineralische Mittel aus der Schüsslersalzgeschichten, also sowas wie Calciumphosphor oder so etwas, die werden da auch noch mit hinein kombiniert. Und dann denkt man sich, wenn man das liest, was, so einfache Sachen sollen Krebs heilen? Ich kann nur sagen, sie tun's, ja. Jetzt hast du die Banerjee-Protokolle erwähnt. Den meisten Menschen ist das gar kein Begriff. Kannst du was dazu sagen, was damit auf sich hat in der Krebstherapie? Und warum die Banerjee-Protokolle so wichtig sind, wenn man alternativ Krebs heilen möchte? Ja, das ist so. Das hängt jetzt wieder, das ist ganz lustig, mit Paracelsus insofern zusammen, als dass wir die Familie Banerjee in Madrid auf einem Homöopathiekongress kennengelernt haben vor 10 Jahren, vor über 10 Jahren. Und wir wurden dann auch zu ihm gesetzt, weil wir die Einzigen waren, die Englisch konnten. Und er hatte unseren Vortrag gehört und wir hatten seinen Vortrag gehört. Und das war insofern, wie die Banerjee-Protokolle vorgestellt wurden, wie er erklärte, mit welchen Mitteln er welche Krebsarten heilt und dass er immer die gleichen nimmt, je nach Signatur des Krebses sozusagen, dann wurden immer eine Kombination aus 3 Mitteln gezeigt, in 3 verschiedenen Potenzen. Und ich schaute mir das an, stupste Miguel so an die Seite und sagte, schau mal, die Tria Principia, der baut auf 3 Ebenen, und die Mittel entsprechen der Signatur. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist mir so einleuchtend, das ist so paracelsisch, ohne dass Dr. Banerjee das wusste, das machen wir jetzt. Und ab da haben wir angefangen, in der Praxis das zu verwenden, über viele Jahre hinweg, ohne dass irgendjemand immerhin, wir hatten ja nicht viele Krebspatienten, aber immer wieder jemanden, und die überlebten alle schön vor sich hin. Und dann kam irgendwann unser Verleger, der damals auch die erste Auflage gemacht hat von den Heilgeheimnissen, und der hat dann gefragt, ja, ihr macht doch Paracelsus-Medizin, was hat das denn mit Krebs zu tun? Dann haben wir ihm das erklärt und dann sagt er, ich glaube, in Deutschland kennt das keiner. Und daraufhin ist er zu seinem Verlag, zu seinem neuen Verlag, Europa-Verlag gegangen und hat das berichtet. Und der hat gesagt, naja gut, dann können wir ja mal ein Buch draus machen, gucken, was passiert. Daraus wurde das Buch Krebsrevolution und gleichzeitig war die Auflage, um es zu drucken, dass wir Leute ausbilden müssen. Das heißt, er hat gesagt, das, was ihr macht da in Spanien, das interessiert natürlich hier in Deutschland keinen Menschen. Ihr müsst in Deutschland deutsche Therapeuten und Ärzte ausbilden und denen beibringen, wie das funktioniert. Damit die vielen Leute, die dann das Buch lesen und jetzt Hilfe brauchen, auch wissen, wo sie hin sollen. Die können ja nicht alle nach Spanien reisen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass sie das nicht alle tun. Hier ist schon voll genug. Oder nach Indien. Also Banerjee wirkte ja in Indien und das ist sehr erstaunlich, was er da ja gemacht hat. Er hat ja tausende Patientenakten systematisch geführt und herausgetüftelt, welche Kombinationen wirken bei welchen Krebsarten. Soweit ich weiß, beispiellos in diesem Umfang. Mhm. Und dadurch hat er ja auch statistisch sehr hohe Heilungserfolge bei Krebsarten erlangt. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, es ist so, er hat nicht die Zeit, 90 Minuten eine homöopathische Konsultation zu führen. Er kann also nicht gucken, ob es schlechter wird auf der rechten Seite, auf der linken Seite, bei saurem oder süßem Getränk. Das kann er alles nicht fragen, sondern er ist einfach hingegangen und hat immer die gleichen Mittel bei gleichen Krebs. Also bei Brustkrebs immer diese Kombination, bei Prostatakrebs immer diese Kombination aus diesen 3 Mitteln. Und diese 3 Mittel, wenn man sie sich dann anschaut, im Einzelnen sind dann immer eine niedrige Potenz, eine mittlere, also eine 3er, eine 30er und dann eine 200er. Manchmal, wenn etwas stagniert, dann gibt er noch eine 1000er einmal in der Woche hinzu. Das sind so seine, mehr braucht er nicht. Es muss, um Tausende an Patienten zu behandeln, muss es einfach sein.
Und die müssen immer das Gleiche bekommen, mehr oder weniger, damit das geht. Wir haben das insofern, und er hat aber eine Linie entwickelt, er hat gesagt, okay, nach 3 Monaten muss der Patient wiederkommen und 80%, bei denen hilft das, 20% bleiben übrig. Da hat er dann eine Zweitmittellinie aufgebaut und wenn das noch nicht klappt, noch eine Drittmittellinie. Und als ich mir die angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, er kennt die Signaturenlehre nicht. Ich kann schon vorher an der Zusammensetzung des Protokolls sehen, wenn ich einen Venuspatienten habe, dann muss auch ein Mittel aus der Gruppe 5 Gruppe Venus dabei sein. Das heißt, finde ich ein Geranium irgendwo im Protokoll, dann kommt das gleich hinzu. Dann kann ich 3 Monate gewinnen. Und wenn ich einen Merkur-Patienten habe, dann schaue ich, ist da irgendetwas, was dazugehört und was da passt mit der Signatur, dann kommt das aus den Protokollen direkt gleich mit hinzu. Und auf die Weise haben wir die, dann verketten wir die immer mit dem Metall, dass die Leute gleich ihr Konstitutionsmittel dabei haben und dann geht es schnell. Das ist ja wichtig. Wir brauchen, weil wir haben es ja nicht so gut wie Banerjee. Banerjee hat 1000 Patienten, die nicht vorbehandelt wurden. Wir aber haben die, die zu uns kommen, die 20, die wir in der Woche sehen können, die haben Chemo hinter sich, die haben schon Metastasen, die haben bestrahlt, die sind bestrahlt worden. Das heißt, auch dafür gibt es extra Entgiftungsmittel, es gibt extra Entstrahlungs- oder Strahlungsauffangmittel, die müssen dann davor geschaltet werden. Und dann muss man eben manchmal auch die verschiedenen Organe alle gleichzeitig behandeln. Aber die Statistik sagt eben, was am besten funktioniert. Okay. Von der Ausrichtung her gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Also heute haben wir ein Spezialistentum in der Medizin. Das heißt, wir haben den Lungenspezialist, wir haben den Herzspezialist. Wir haben zwar Allgemeinmediziner und dann gibt es vielleicht noch die Therapeuten. Paracelsus hat das ein bisschen anders kategorisiert und hat Ärzte in 5 verschiedene Gruppen eingeteilt. Warum ist das sinnvoll? Naja, das ist sein Werdegang gewesen und der ist auch heute noch zu empfehlen, auch wenn man es kaum schaffen kann. Erste Linie, ens naturalis, ist der normale Schulmediziner. Er hat ja ganz normal Medizin studiert. Damit weiß man schon mal, wie der Körper so funktioniert. Ist auch sehr empfehlenswert, sich damit auseinanderzusetzen, was normale Körperfunktionen sind, wie Physiologie ist, wie sind die Organe miteinander verkettet, was funktioniert da, was läuft biochemisch ab. Das ist so das Erste. Dann kommt das Zweite, da ist der Spezifikus für zuständig, den würden wir heute den Homöopathen nennen. Der Schulmediziner handelt antipathisch. Das heißt, Fieber wird unterdrückt, Entzündung wird unterdrückt. Wenn es jemand zu kalt wird, wird er gewärmt. Wenn er zu warm ist, wird er gekühlt. Das ist antipathisches Heilen. Alle schulmedizinischen Medikamente sind da so aufgebaut. Darum auch Cholesterinblocker und Entzündungshemmer. Der Spezifikus in der nächsten Stufe macht das nicht. Der versucht, Gleiches mit Gleichem zu behandeln. Das ist nicht erst Hahnemann gewesen, das war schon Paracelsus. Und der hat gesagt, wir müssen, wenn das Leiden ein Marsleiden ist, mit Marsmitteln rangehen. Wenn das Leiden ein Venusleiden ist, mit Venusmitteln rangehen. Also gleiche Signatur von Mittel und Leiden. Und die dritte Stufe ist der Charakteralis. Das ist der, der das Ens Astrale anschaut. Das heißt, da geht es tatsächlich um die Signatur des Patienten. Das heißt, ich schaue noch nicht nur das Organ an, was erkrankt ist, sondern auch die Natur des Patienten. Passt das? Ist der nach seiner Natur erkrankt oder passt das nicht? Das sind die ganzen Sachen. Der guckt natürlich auch, er sagt, ein guter Arzt, der darf eigentlich, muss immer wissen, was tut sich am Himmel. Der muss morgens gucken, die Venus nähert sich, dann habe ich heute in der Praxis ganz viel Nieren und Haut. Das mache ich jeden Morgen so. Ich öffne morgens das Programm. Auf allen unseren Computern schauen wir nach, was passiert. Und man sollte sich jetzt ganz konkret heute schauen, wie viel ist an Sonnenfleckenaktivität da, dann weiß ich, wie viel EKGs ich machen werde. Da ist tatsächlich eine ganz enge Relation. Das ist der Charakteralis. Der vierte, und das war auch eine Revolution zur Zeit von Paracelsus, ist das Ens Spirituale. Er hat gesagt, es gibt gar keine tödlichen Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen. Das heißt, alles kommt vom Kopf. Wir haben einen psychosomatischen Zusammenhang, wie wir es heute nennen würden. Das hat er als allererstes beschrieben. Er war auch der erste Psychologe. Und das finde ich schon sehr faszinierend, dass einer so weit gegangen ist, vor 500 Jahren. Und vor allem war Paracelsus ein Generalist und war in all diesen 5 Kategorien natürlich. Der hat auf allen 5, einschließlich der 5, auf allen Ebenen so betrachtet. Die 5. wird ja heute gerne ignoriert, das ist im Prinzip schon ganz klar.
Es ist das Ens Deale, unsere unsterbliche Seele. Er war gläubiger Katholik. Und wenn man keinen Glauben an nichts hat, reiner Materialist ist, wie heute, oder Rationalist, wie die Leute heute sind, haben wir eine Möglichkeit, weniger zu gesunden. Genau, das ist dann schade. wenn du von der Gesundung sprichst, du hast im Buch auch sehr umfangreich dargelegt, welche Mittel gibt es, wie wirken die für Metalle, Edelsteine, Pflanzen, Bäume, Tiere. Sehr umfangreich. Wenn ich jetzt meinen Geburtsherrscher kenne, wir haben ja vorhin darüber geredet, dann sollte ich mich natürlich an Mitteln orientieren, die meinem Geburtsherrscher entsprechen. Aber woher weiß ich denn jetzt, nehme ich ein Metallmittel oder nehme ich eine Pflanze, die meinem Geburtsherrscher entspricht? Da gibt es ja so viele unterschiedliche Kategorien. Ja. Und innerhalb dieser Kategorien auch unterschiedliche Mittel, die ich nehmen kann. Woher finde ich denn das Richtige? Also eine ist immer die grundsätzliche Überlegung, wie tief sitzend ist das Problem, wie lang habe ich das schon und wo will ich das erreichen. Wenn ich ein Metall nehme, dann habe ich, also darum habe ich die Konstitutionsmittel genannt, dann gehe ich ganz tief. Die Metalle sind, wie wir heute wissen, durch Professor Reyen dran, der die homöopathischen Mittel durchs Elektronenmikroskop gejagt hat und geschaut hat, wie sehen die denn aus, hat festgestellt, die kleinen, die Quantum-Dots, also die kleinsten Nanopartikel, sind die Metalle. Und die Metalle sind auch die reinsten. Das heißt, die eben, wie schon die Alchemisten sagten, spiegeln am meisten die Energie der Himmelskörper wider. Das heißt, wenn ich richtig auf den Grund gehen will, nehme ich ein Metall. Das ist das Erste. Und das kombiniere ich dann mit dem Physiologischen. Wenn ich ein Stoffwechselproblem habe, dann nehme ich etwas, wo sich im Stoffwechsel etwas tut. Das heißt, da ist eine Pflanze prima. Weil Pflanzen sind nun mal die Stoffwechselgenies. Eine Pflanze oder ein Heilpilz. Da muss ich jetzt nochmal unterscheiden. Bei den Pflanzen ist es so, wir haben giftige und ungiftige Inhaltsstoffe. Ich muss, wenn die Inhaltsstoffe giftig sind, potenzieren. Und das heißt, da muss ich mir auch Gedanken drüber machen. Was brauche ich jetzt? Brauche ich die Kumarine? Brauche ich die Alkaloide oder reichen mir jetzt die Antioxidantien, die eine Pflanze hat, oder Vitamine? Das heißt, danach entscheidet sich, in welcher Potenz ich arbeite. Aber in jedem Fall geht es mir bei Pflanzen sehr um die Inhaltsstoffe. Manchmal geht es mir auch um die Pflanzenseele, dann gehe ich zur Bachblüte. Wenn ich auf der psychischen Ebene heile, dann suche ich eine Bachblüte. Wenn ich eine Pflanzenseele ansprechen will, also das zarte Wesen des Menschen, wenn ich mehr an die archaische Natur des Menschen gehe, an seine Reaktionen, Wut, Flucht, Angriff, Verteidigung, Liebessehnsucht, solche Dinge, das sind etwas, was uns mit den Tieren verbindet, dann wähle ich ein Tiermittel in der Hochpotenz. Das heißt, ich kann aus dem Baukasten der Natur aus jedem mich bedienen. Und ein besonderer Fall sind auch die Edelsteine. Die Edelsteine haben nämlich eine wunderbare Struktur und innen drin finden wir platonische Körper. Die platonischen Körper, diese kristalline Form, die da drin ist, die gibt Form im wahrsten Sinn des Wortes. Fehlt einem Menschen Selbstbewusstsein, Struktur, Kraft, dann kann ich, weil ich ja die Edelsteine in der spagirischen Form zu mir nehme, da gehe ich ja auf Sal, Sol, Fur, Merkur in alle drei Stufen, dann kann ich sagen, okay, ich will die Kraft und die Struktur einschließlich der Eigenschaften, die die Elementzusammensetzung eines Minerals hat. Da macht es einen Unterschied. Nehmen wir Beispiel Sonne. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Diamant nehme. Kohlenstoff steht für Ego, für Sinn, für Kraft, für Selbstidentifikation. Oder nehme ich Siliziumoxid, das ist der Bergkristall. Ganz andere Eigenschaft jetzt von der Zusammensetzung. Silizium steht für Familie, für Beziehung, für Haus. Und Oxygen, also der Sauerstoff, ist ein Elektronenräuber. Steht für haben wollen, beanspruchen, das heißt auch für das Imperfekte im Menschen, das Nicht-Perfekte im Menschen. Ist also menschlicher ist natürlich das Siliziumoxid als der Kohlenstoff. Können wir gucken, wo will ich dahin? Und danach entscheide ich mich. Also ich muss mir auch schon anschauen, erstens, woraus besteht denn der Edelstein? Rein aus der Elementzusammensetzung. Welche kristalline Struktur hatte, welche Kristallgitter finden wir da drin? Welcher platonische Körper entsteht durch das Gitter. Dadurch weiß ich auch, wie viel Kraft drin ist.
je härter ein Gitter ist, je enger die Elektronen zusammenstehen, je weniger leicht es sich lösen lässt, das gilt ja für Edelsteine fast immer, desto mehr Kraft hat es auch, desto mehr Gitterenergie steckt drin. Und ein geschliffener Edelstein ist nochmal eine andere Sache, der hat auch noch eine hohe Lichtkomponente, lässt das Licht durch, der ungeschliffene, der Rohdiamant nicht. Das heißt, wir haben beim Edelstein verschiedene Stufen, auch die wir beachten müssen, und die haben alle mit Esoterik gar nichts zu tun. Das sind wirklich wissenschaftliche Aspekte, die wir damit einbeziehen und womit wir uns, wenn wir den Stein gut kennen, nicht nur, weil er hübsch aussieht oder tolle Energie hat, wenn ich ihn in der Hand habe, sondern weil ich weiß, wie sieht er von innen aus. Wenn ich das alles weiß, dann weiß ich auch, wofür ich ihn anwenden kann. Schönes Beispiel, Aurora hat ein Rubin, das ist eins meiner absoluten Lieblingsmittel. Das Rubin-Elixier ist, wenn wir uns den Rubin anschauen, Aluminiumoxid. Wir haben das Problem des Elektronenräubers Sauerstoff da drin und wir haben Aluminium, das steht für Blut und Verwirrung. Ich kann es also verwenden für jede Art von Bluthochdruck oder zu niedrigen Blutdruck, also Blutdruck als Thema. Ich kann es nehmen als Blutungsthema, überhaupt Kapillarbrüche, Hämorrhoiden und solche Themen. Und ich kann den zweiten Aspekt, nämlich Verwirrung, mit reinnehmen. Das heißt, es ist ein Mittel gegen Demenz. Und da habe ich natürlich viele Anwendungen für. So kann man dann wirklich holistisch, also im wörtlichen Sinn ganzheitlich dann heilen. Wenn es nicht ein Entweder-Oder ist, also ich nehme jetzt nur ein Metall oder ich nehme nur die Pflanzen, sondern wenn man das ganze Buffet der Natur zur Verfügung hat und mit dem Wissen, das du halt auch in deinem Buch vermittelst, da kann man es dann wirklich anwenden. Wir wären soweit jetzt eigentlich am Ende des Seminars. Wer jetzt noch Fragen hat, der kann gerne noch in den Chat seine Fragen stellen, direkt an Michaela Dahne. An dieser Stelle sage ich auch nochmal, das war so nicht geplant, wir sind jetzt trotzdem noch auf die Krebsrevolution eingegangen. Also da gibt es auch einen sehr spannenden Film, den kann ich auch jedem empfehlen, die Krebsrevolution. Ansonsten auch das Buch, wenn Sie mehr wissen möchten über Krebs und was für wie Banerjee da tatsächlich systematisch tausende Protokolle angefertigt hat, wie man Krebs auf natürliche Art und Weise heilen kann. Und dann ist natürlich auch noch auf das Buch, ich habe es vorhin schon mal in die Kamera gehalten, das ist jetzt in neuer Auflage erschienen, die Heilgeheimnisse des Paracelsus. Es sind über 500 Seiten vollgepackt mit dem Wissen, was wir jetzt hier so ein bisschen angeschnitten haben. Also Wir können hier natürlich nur einen Überblick geben. Im Buch selber steht dann tatsächlich, wie findet man den Geburtsherrscher heraus? Und wenn man den herausgefunden hat und den kennt, welche Pflanzen, Metalle, Edelsteine kann man anwenden und wie wirken die überhaupt? Und natürlich auch sehr spannend, die ganzen Erkenntnisse von Paracelsus. Das gesamte Werk von Paracelsus sind ja mehrere tausend Seiten, 4.000, 5.000 Seiten. Das liest sich aus heutiger Sicht sehr schwer. Also da muss man wirklich ein profundes Wissen und viel Zeit mitbringen, um sich da einzuarbeiten. Kann ich natürlich auch jedem empfehlen, die Originalliteratur zu lesen. Ja. Die meisten Menschen haben natürlich nicht die Zeit und da ist es sehr sinnvoll, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und das ist dein Buch wirklich sehr gut geeignet. Wer das Buch gerne lesen möchte, kann das auch direkt über die Aurora Pharma bestellen. Einfach eine E-Mail an kontakt@aurorapharma.com, dass Sie gerne das Buch von Michaela Dahne haben möchten und dann schicken wir Ihnen das gerne zu. Ansonsten wäre es das von meiner Seite her. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja noch kurz was gekommen. Was immer wieder die Frage aufkam, ob es eine Aufzeichnung geben wird. Ja, wir werden das gesamte Webinar aufzeichnen. Also im Anschluss an das Webinar jetzt wird es dann die Aufzeichnung geben. Die werden Sie direkt per E-Mail zugeschickt bekommen. Und wir werden das natürlich auch noch auf YouTube hochladen, dass Sie das auch an andere Menschen weiterschicken können. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Michaela, für die spannenden Einsichten und ich wünsche noch eine gute Zeit. Vielen Dank. Okay, darf ich vielleicht noch auf die Webseiten hinweisen, wo die Leute finden, wann wir was veranstalten, was in der Schweiz sonst so läuft. Ich hoffe ja immer noch, dass wir mit Aurora noch da noch ein bisschen mehr machen können. www.institutoalmag.es
ist nicht auf Spanisch, sondern auf Deutsch, auch wenn ES dahinter steht, weil ich eben in Spanien lebe. Da kann man nachschauen, was es alles zu dem Thema gibt. Und da werden auch die einzelnen Punkte nochmal erklärt mit den 5 N-Zielen und so weiter. Das kann man dann nochmal nachlesen, so als Kurzform. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Genau, auch deine Alchimia-Webseite mit dem Shop auch immer sehr spannend. Und mit deinem Newsletter kann ich auch den Leuten empfehlen, sich in den Newsletter einzutragen. Der ist immer sehr liebevoll gestaltet mit sehr unterschiedlichen Ansichten, also verschiedenen Themen. Da sind auch Kochrezepte entsprechend der aktuellen Zeit dabei. Das kann ich jedem empfehlen. Und ja, da kam noch die Frage, ob das Buch ist jetzt in neuer Auflage erschienen. Vor ungefähr 10 Jahren ist es in der ersten Auflage erschienen. Und die Frage kam auf, ob viel Neues darin steht. So wie ich das gesehen habe, ist es ziemlich stark überarbeitet mit, ich glaube, fast 100 Seiten zusätzlich gegenüber dem alten Buch. Ich habe jetzt nicht beide natürlich im Detail miteinander verglichen. Ich habe nur gesehen, es ist umfangreicher geworden, es ist sehr vieles überarbeitet worden. Wie siehst du das, wenn jemand das alte Buch hat? Lohnt sich da, das neue Buch noch zu kaufen? Ja, es ist zum Beispiel das Kapitel über die Bäume und so habe ich aktualisiert. Ich musste teilweise auch Signaturbestimmungen nochmal nach neueren Erkenntnissen umbauen. Und ich habe auch die, wo man was bekommt, aktualisieren müssen, weil es Firmen, die dort drin stehen, in einem alten Buch nicht mehr gibt. Dafür aber viel bessere, neuere von mir entdeckt worden sind im Laufe der letzten 10 Jahre, mit denen ich da jetzt zusammenarbeite. Und darum, da sind schon einige neue Sachen. Es ist natürlich, ist mir immer unangenehm, jemandem zu sagen, ja, jetzt kauf das nochmal, das kostet ja viel Geld. Insofern, ich weiß es nicht, also es ist schöner und es ist mehr drin, aber es ist natürlich im Wesentlichen in vielen Teilen auch gleich geblieben. Also das muss jeder selber wissen. Aber ich denke mir, um damit zu arbeiten, ist es immer sinnvoll, eine neue Version zu haben. Ich habe auch zu Hause 6 Schmalfitschen zur Bestimmung von in jedem Jahr neuen gekauft, zur Bestimmung von Pflanzen, weil sich da eben auch so viel getan hat. Es ist eben Frage, wie wichtig einem das ist. Genau. Ja, und wenn Sie mehr wissen möchten über Michael Dedaner, sie hat es schon kurz erwähnt, ich sage es nochmal, Instituto Almac mit C.es oder Alchimia mit K, alchimia.de. Ja. Ansonsten finden Sie auch zu unserem Produkt mehr auf aurorapharma.com. Und ja, ich bedanke mich nochmal und wünsche allen noch einen sehr schönen Tag. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss.